Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute testen wir den billigsten Wein, den wir finden konnten in den Discountern. Angefangen bei dieser Schönheit. Schönheit ist gut ausgedrückt. Ein Liter für, lasst mich nicht lügen, 1,15 Euro. Der beste Apfelmost auf diesem Planeten von Lidl. Bezweifle ich. Das solltest du auch absolut bezweifeln. Darf ich dir etwas einschenken? Wenn ich nein sage, machst du ja sowieso. Oh Gott, wundervoll, oder? Oh, geil. Voll? Auf jeden Fall. Nein. Nicht voll. Dazu zu sagen wäre natürlich, wir müssen heute Abend glücklicherweise nicht mehr fahren. Nur noch kochen. Das Kochen wird spaßig. Aber es ist gut, es gibt Käse und Fleischfondue, somit. Wir haben hoffentlich noch genügend Wein nachher übrig. Für ein schönes Käsefondue. Ich bezweifle nicht, dass da noch was übrig bleibt. Leckere Apfelmust. Okay. Schmeckt nicht so scheiße wie erwartet. Schmeckt wie Senf riecht. Wie Senf riecht? Ja. Hast du schon mal... Was kaufst du für Senf? Keinen guten? Ich merk's. Schmeckt wie so ein... Schmeckt wie ein schlechter Wurst. Das auch, ja. Aber wenn du Senf, so richtig schön billigen Senf, so schön aufs Würstchen drauf, so schmeckt das. Das schmeckt nach ziemlich wässrigem Most. Das auch. Der Most, den ich kenne, der hat mehr. Aber immerhin 5,5% Alkohol. Dieser Most besticht durch sein hervorragendes Aroma und seinen vollen fruchtigen Geschmack. Wo ist die Frucht? Frucht war er nicht wirklich. Damit ist er stets ein besonderer Genuss. Außer die Frucht war Wasser. Unser Most, eine für Kenner und Genießer. Das Problem, wir kennen den nicht. Stimmt, wenn man kennen würde, würde man nicht kaufen. Ja. Fruchtig frisch. Von 1 bis 10? Von Most oder Wein? Einfach generell, so alkoholmäßig. 2. Weil er nach Apfel geschmeckt hat, ein bisschen. Ich suche immer noch einen Apfel, aber ja, eine 2 ist drin. Man muss nicht kotzen. Eine 2 ist drin. Das war das nächste. Das nächste haben wir ein... Wechsel noch meinen Kasten. Ist dieser scheiß Pappkarton? Nee, der Pappkarton war tatsächlich nicht mehr... Oh, du hast recht, warte mal, der weiße Pappkartonwein. Yay. Oh, Freude. Dieser hochqualitative Wein, 1,5 Liter im besten Tetrapack, gibt es für sage und schreibe 1,34 Euro. Und man muss dazu sagen, 1,5 Liter. Das macht's nicht besser. BASF lässt grüßen. Lecker. Oh, ja? Das Fondue wird nachher viel Alkohol haben. Sollen wir 1,5 Liter Wein reinkippen? Nee, ich kipp mal lieber weniger ein. Weil. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Was man dazu sagen muss, gehen wir mal ein bisschen den Deckel, damit ich lesen kann, sonst läuft mir die Suppe gleich über die Hose. Also auf der Druckenskala ist eine 3. Und es steht drauf, genießen Sie ein Gläschen dieses spritzigen Weißweins, der Pasta wie auch Geflügel ideal geschmacklich ergänzt wird. Der Wein eignet sich genauso perfekt für die Zubereitung Ihrer mediterranen Gerichte in der feinen Küche. Merkt euch den Satz, ihr werdet ihn heute noch mindestens 3-mal hören. 2-mal. Kommen wir nun zu diesem grandiosen Weißwein. Lieblich. Auf das man nicht kotzen. Oh je. Warum ist der so süß? Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Hätte ich mir deutlich schlimmer vorgestellt? Der ist mir zu süß. Den kann man trinken. Warum ist der so süß? Der ist kackensüß, ja. Gut, vielleicht ist er das auch nicht nur trocken, das ist auch süß. Das steht auch süß. Sweet, ja. Ja, gut, man sollte lesen lernen. Ja, verlesen kann ich gar nicht. Das ist ein sehr süß. Ne? Also, den kann man trinken. Ich finde den zu süß. Ich würde schon sagen, eine 5. Für einen lieblichen, ja. Eine 5. Der ist ja lieblich. Ja. Ich hätte eine 5. Eine 4. Eine 4? Okay. Eine 4. Eine 4. Kommen wir nun zum nächsten. Oh. Grauen. Oh. Der Rotwein. Tetrapack. Der Republik Maz. Oh fuck. Nordmazedonien müsste sein. Nee, nicht der Shadow? Ja, der muss sein. Nordmazedonien? Ich glaube. Der Santos Rosé, genau, weil das ist nämlich der Rotwein. Ja. Da haben wir noch Dornfelder. Ja, nee. Wir sind der Sandriglum. Dieser tolle Aldi-Wein.
die Republik of Nordmazedonien. 1 Liter für 1,49 Euro. Ein Qualitätsrotwein. Oh, schön. Passt natürlich auch wieder zu Pasta, Fleisch und Käse. Wie jeder Scheißwein. Du musst aber auch dazu sagen... Nordmazedonien, wow. Er ist lieblich. Und fruchtig im Geschmack. Riecht wie ein Fondue. Ah ja, alle Weine Zimmertemperatur. Wir haben sie zwar jetzt erst geöffnet, aber Zimmertemperatur. Darf ich dir etwas einschenken? Mhm. Für dich ja sowieso. Top-Produkt. Top-Produkt. Dein Enthusiasmus hätte ich mal gern. Es waren lange Nächte mit billigem Wein. Oh, man ja. Kennt's. Mhm. Das Problem ist, wir haben von den Dingern noch ein paar da stehen. Das wird ja nicht der letzte sein. Also wir haben insgesamt 12 Weine. Wenn man den also statt 11 Weine plus ein Most. Aus dem Jahr 2019, also fast aktuell. Zu Wohl. Also. Der ist gut. Schlecht. Oh. Ja, trocken. Oh, finde ich jetzt nicht so. So ein bisschen. Unkomplizierter Trinkgenuss steht da drauf. Das habe ich voll überlesen. Unkomplizierter Trinkgenuss. Ja. Ja, Wein auf, rein und gib ihm. Ich wollte gerade sagen. Ja, geil. Trinken ist nicht schwierig. Ja, schon so eine 8. Ja. Also. Ich weiß ja jetzt nicht, was noch für ein Scheiß kommt, aber der ist gut. Der ist gut. Ich glaube, der auch nicht, bleibt. Ja, ich bin auch nicht so unbedingt der Weinkenner, aber. Der bleibt. Oh. Hat er auch 10,5%, also. Was? Ich jetzt? Glaube ich. 10,5%, krass. Was hat denn der Weißwein? 9,5, stimmt. Kommen wir nun. Was ist denn der nächste gewesen? Warte mal, wir haben doch den. Haben wir den spanischen? Haben wir in Valencia? Bestimmt irgendwo. Ja, also ich drehe die blöden Dinge mal so, dass ich sie sehen kann. Und dann ist Valencia dabei. Oh, Chardonnay. Nee, Chardos war es nicht. Das ist Rosé. Ah, warte mal, ich glaube der Dornfelder. Und Öd. Ein öden Wein. Und dann diese Tetrapack-Dinger. Der war mit 1,92, der kommt dann danach. Ich merke schon in meinem Bauch. Echt? Jetzt schon? Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Sehr gut. Ich suche gerade den Dornfelder. Ich hatte ihn drauf, bin mir sicher. Ach nee, der war teurer. Okay, war glaube ich Sperrbunder. Nee, war nicht. Doch war er. Okay, dann ist tatsächlich. Ich möge es kaum glauben. Dann sind unsere Tetrapacks wieder dran. Was? Ja. Oder. Ja, tatsächlich, Tetrapacks. Das heißt, der gute Wein war billiger als diese Tetra. Oh Gott. Kommen wir wieder zu von denen. Beide gleich. Lass uns den Rotwein im gleichen Vergleich nochmal nehmen. Ja. Und danach kippen wir uns Rosé rein. Juhu. Ja. Ja, steht wieder der gleiche Schmarrn drauf wie bei dem Land. Genießen auch. Sie, lass mich kurz vorlesen. Ja, mach. Genießen Sie ein Gläschen dieses spritzigen Rotweins. Aber wo? Spritzig. Fandest du den Weißwein spritzig? Nein. Danke. Ganz einfach. Der Nein. Unterschiedlichste Käsesorten, wie auch feine Salami, ideal geschmacklich ergänzen. Wenn es genauso feine Salami ist, wie der Wein gut ist, dann... Und natürlich eignet sich auch dieser Wein hervorragend für die feine Küche. Die arme feine Küche, die das Zeug verbaut. 1,5 Liter kosten übrigens 1,83 Euro. Halt! Damit ist der billiger. Auf einen Liter geht... Das war ein ja, Liter? Wenn wir auf einen Liter rechnen, ja, aber wir haben jetzt vom kompletten... Ja, wenn du so nimmst, 1,49 für 1 Liter und 1,83, also rein technisch ist er billiger. Ja. Komplettpreis nicht, Literpreis. Wenn wir aber rechnen könnten, hätten wir den davor gesoffen, aber. Ja, wir hätten alles auf Liter hochrechnen müssen. Ja. Beginnt es einfach vom Komplettpreis auf. Anschaffungspreis. Wir nehmen einfach den guten alten Anschaffungspreis und da kostet dieses hochqualitative Produkt 1,83 Euro. Du bist ein super Verkäufer. Dankeschön, ich war lange Zeit Verkäufer, das weißt du. Ja, ich weiß. Na, bald sind gleich. Stell das Grauen hin. Okay, riecht holzig. Zum Wohl. Der ist trockener. Der ist sehr viel trockener.
Oh je. Ja. Aha. Aha. Mal kurz gucken. Der hat die Skala gar nicht. Okay. Oh, da brauchst du irgendwas zu trinken hinterher, ey. Ein Wein? Ach, Wein. Geht aber. Was ja, hast du gesagt? Das also war geschmacklich ist in Ordnung, aber ziemlich trocken. Was haben wir gesagt? Das andere ist eine 8? Ja. Das ist ein 6. Ich würde ihm eine 5 geben. Ich bleib bei 6. Ist okay. Kriegt eine 5. Kann man trinken? Ich hätte mir schlimmer vorgestellt. Ja, ich glaube nur danach hat man ziemlich Kopfschmerzen. So, darüber reden wir Rosé. Heute. Rosé. Yay, Rosé. 1,83 Euro, exakt das gleiche Produkt. Aber diese ist natürlich bestens für Salate. Salate. Wie auch helles Fleisch. Was ist helles Fleisch? Mir kommt ja direkt Rammstein in den Kopf, aber ich glaube Pute und Hühnchen und Scheiß. Das ist hell, wenn du es brätscht. Okay, gut, gut. Aber ich so richtig. Warum schreiben die da nicht Geflügel drauf? Wenn ich jetzt aber so einen schönen Schnitzel habe, ist das auch hell. Lass mich. Du kannst auch weiß anmalen, hast auch helles Fleisch. Okay. Mit Lebensmittelfarbe bestimmt. Gönnen wir uns diesen hochqualitativen Rosé. Oh Gott. Achso, alle dieser drei Tetrapack-Weine haben 9,5%. Ja, oh, schön. Muss man dazu sagen. Morgen kommt noch das Video, wie sich die Weine kotzen lassen und wie der Kopf sich danach anfühlt. Bitte nicht. Kannst gleich ein Live-Cam aufs Klo hängen. Oh ja. Da wird man die nächsten 3 Stunden hängen. Oh, hab ich mir jetzt so viel eingeschenkt? Selber schuld. Na, wie riecht er? Bah. Oh, der wird so pappsüß. Bah. Kennst du diesen richtig billigen Sekt? Oh, ja, auf Diabetes, ne? Ja. Oh. Mmh. Nee. Hm. Nee. Bah. Der ist wenigstens nicht so scheiße trocken. Ey, der ist kackensüß. Ja? Der schmeckt wie billiger Sekt. Das ist billiger Sekt ohne Sprudel. Ja. Bah. Jetzt haben sie die Kohlensäure vergessen. Da steht doch spritzig drauf. Boah. Nee, geht gar nicht. 3. Echt? Ja. Ich hätte ihm eine 4 gegeben. Was ist los mit dir? Ich finde den nicht so schlimm. Okay, nee, geht gar nicht, sorry. Geht gar nicht. So, kommen wir zum nächsten. Du darfst dir aussuchen. Chardonnay oder Chardonnay? Der Ode, mhm. Der, die zwei Chardonnays. Kosten alle gleich viel. Kosten alle gleich viel. Oh Gott. Bis auf den Dornfelder und auf den Bio-Wein. Selbst der Rosé und der Bullshit. Ja, mit der Vespa drauf. Der Vespa? Lass mich nochmal gucken. Scheiße, wir haben einen übersprungen. Wir haben einen übersprungen. Entschuldigung. Ja, unsere Liste besteht aus Einkaufszettel. Einem tollen Einkaufszettel, auf dem als allererstes Zitronensprudel ist. Danach ein Besteckset. Und ein Meisterbaguette. Und besteht dann aus Energydrinks und Wein. Das Problem ist, der Wein gehört nicht zu den billigsten Sachen hier drauf. Selbst die Energydrinks sind teilweise teuer. Das macht es mir schwierig. Tatsächlich, der Rosé, den haben wir übersprungen. Der kommt noch vor dem Tetrapack mit 1,49 Euro. Oh, mazedonische. Ach, ist auch Mazedonien? Ja. Ja, geil. Das ist genau gleiche Gesöff, nur in Rosé. Nicht in Rot. Tatsache. Tada. Das ist sogar die gleiche Firma. Ja, ist tatsächlich die gleiche Firma. So könnte es nämlich aussehen. Dann, Gibi. Ist der auch... sehr gut zu Geflügel und Fisch. Oh. Meeresfrüchte. Guter Trinkgenuss. Oh Gott. Ich hab Angst. Ich auch. Scheiße. Ja, da bist du selber schuld. Das muss jetzt austrinken. Okay. Zum Wohl. Ja. Hat der Kohlensäure? Ich glaub. Ja, der Kohlensäure. Könnte sogar... Tatsache. Oh Gott, im Himmel. Ja, dann kippt man den Champagner weg. Hm. Boah! Mmh. Nee! Oh nee! Mmh. Ja, das ist auch schon die Wertung. Ah. Nein. Oh. Nee! Oh. Minus 10! Minus 10! Oh. Sollen wir den direkt in Ausguss kippen oder noch? Nee. Oh. Kommt mich deine Schwiegermutter zu Weihnachten? Leider nein. Oh. Wenn ihr eine Schwiegermutter habt, die ihr nicht mögt.
gönnt ihr diesen tollen Roséwein. Schmeckt super. Oh. Die haut so schnell ab, das habt ihr noch nie gesehen. Nee, in die Hölle. In die Hölle. Oh, geht gar nicht. Okay. Ja, gut, das war schon die Wertung. Oh, wundervoll. Wir hätten auch überspringen können. Den hätten wir echt überspringen können. Boah, Junge. Jetzt ist mir schlecht. Jetzt geht's wieder bei mir. So. Ach, hier ist unser Bianco Italia 2019. Gönnen wir es doch den Bianco. Kostet 1,99. Juhu. Wir kommen jetzt zur Kategorie 1,99. Pasta, Reisgerichte und Fisch. Oh, Reisgerichte ist mal was Neues. Der ist italienisch. Deswegen essen sie Reisgerichte. Es gibt doch genügend italienische Reisgerichte. Zum Beispiel? Risotto. Ist das italienisch? Ich glaube schon. Ist das nicht französisch? Ich bin der Meinung, Risotto ist italienisch. Schreib es in die Kommentare, wenn ich falsch liege oder ob er falsch liegt. Ich klicke sowieso falsch. Ich bin der Meinung, Risotto ist italienisch. Sizilianische Rebsorten. Oho. Oh. Dann gib ihm. Oh, trockener Wein. Ein Genuss von der Sonneninsel Sizilien. Bei dem Preis macht mir das Angst. Ist ein Genuss. Das ist ein Weißer? Ja, das ist ein Weißer. Ui. Komm, dann ist fairer. Ja, hockt man im Dunkeln. Ist einfach mal Licht ausgegangen. Props an das Licht. Die Erleuchtung bleibt uns mal aus. Sakule. Egal. Zum Ruhe. Jerry? Hä? Der riecht sehr interessant. Oder wahrscheinlich sind schon die ganzen anderen Weinsorten, die da drin sind. Nee. Der riecht. Hm? Wow. Wow. Okay. Oh, ich krieg Gänsehaut. Der überrascht mich jetzt. Oh. Leute, brauche ich tatsächlich nochmal einen Schluck von? Ja, der überrascht mich jetzt gerade komplett. Schmeckt der dir gut? Ich weiß es nicht. Das ist. Der ist komisch. Der ist. Ach, echt? Ja. Yeah. 2. Maximal. Der ist irgendwie trocken und süß, aber irgendwie auch nicht. Der ist komisch. Der schmeckt einfach null. Der weiß nicht, was er will. Der hat null fruchtige Note. Das ist einfach Wodka mit sehr, 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 sehr viel Wasser verdünnt und so einem Schuss Wein drin. Der hat mir eine viel zu alkoholische Note. Was? Ja. Überhaupt nicht. Hast du den mal ein bisschen länger im Mund gehabt? Ich schenke dir gern noch mal was ein. Also. Das reicht. Das ist so eine 3,5. Also es ist nicht beschissen, aber wieso schenke ich mir eigentlich nochmal? Er ist seltsam. Er ist echt seltsam. Vor uns. Oh. Boah, Entschuldigung. Hoch schmeckt er gar nicht. Ja, doch, jetzt weiß ich, was du meinst. Wodka, sehr, 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 sehr viel Wasser und ein Schuss Wein. Ja. Sehr alkoholischer Geschmack. Aber irgendwie schmeckt er auch trocken, süß und 12%. Wässrig. 12%. Ich weiß nicht, wie sowas geht, aber wenn ihr es wollt, probiert es aus. Warst du schon mal in Hamburg und hast da Leitungswasser getrunken? Nein, ich habe da nur Fischbrötchen gefressen. So schmeckt er, wenn du in den Mund hast. Wie so sehr kalkhaltiges Wasser. Also wie bei mir zu Hause. Theoretisch, ja. Krass, aber 12%. Ich würde mich damit trotzdem nicht abschießen. Also du hast gesagt 2? Ja. Ich gebe ihm 3. 3,5. Er ist nicht ganz grausig, aber... Ja! Doch. Wollen wir uns mal den ersten Chardonnay gönnen? Wenn es sein muss. Ja, kommst du nicht rum. Den billig aussehenden oder den... Der aussieht wie Wodka? Ja, ich glaube, der schmeckt besser als der andere. Kommen wir zum ersten unserer beiden Chardonnays für 1,99 für 0,75 Liter. Ach Gott im Himmel. Da steht auch immer das Gleiche drauf, ne? Nein, der Text ist noch schlimmer. Warte, lass es mich vorlesen. Viel Spaß. Der trockene Weißwein aus Italien versetzt sie in Urlaubsstimmung. Auch Italien, ja. Ja, aber was mir da... Genuss vom Rande des Gardasees. Steht da jetzt nicht vorne auch Frankreich drauf? Nö. Ah, am anderen steht Frankreich drauf. Nö, aber hier wieder Italien. Ist Chardonnay nicht französisch? Bin ich heute so daneben? Hab ich mir so viel gesoffen? Ich glaube, wir hatten entweder zu viel oder zu wenig. Was ist Chardonnay, ne?
Chinesischen Scheiß Wein. Ja, aber das hat doch irgendwie einen Ursprung. Warum steht hier? Schreibt mir in die Kommentare, wo Chardonnay herkommt. Vertrieb in Baden-Baden produziert in Italien. Ja, ist doch ganz einfach. Wird in Italien abgefüllt und in Baden-Baden wird das Etikett draufgeklatscht. Ja, toll. Alternativ kommt es in riesen Big Bags und wird dann da eingefüllt. Prodotto in Italia. Ja. 1,99. Bis jetzt hatte keiner der Wein den Korken, was mir auch Sorgen macht. Ja gut, was willst du für 1,99 bzw. 1,49 erwarten? Nix. Okay, interessant. Ja. Aber vor allem ganz Urlaubsstimmung. Ehrlich? Das sieht aus wie Wodka. Wahrscheinlich ist wieder Wodka mit Wassergeschmack. Ja, komm, mach doch voll. Nein. Kannst du mal versuchen. Alter. Entweder sind da schon viel zu viele Weinsorten drin, weil wir die Scheißgläser nicht ausspülen, oder der hat Kohlensäure ohne Ende. Ich glaube, der hat Kohlensäure. Kohlensäure. Wie jeder Scheißwein Kohlensäure. Oh, okay, im Glas riecht die ganz anders. Nach Korken. Dann ist was Korkiges. Dann... Ich wünsche was. Schluck den Korken. Oh, lass den nicht im Mund. Oh, ich krieg heute Gänsehaut. Ich finde den nicht schlecht. Echt? Ich finde den gut. Der hat so was ganz, ganz leicht Spritziges. Der hat wirklich ein bisschen Kohlensäure. Moment, da sind wir mal nachgeben. Der hat so ein bisschen Kohlensäure. Oh, mir so viel reingetan. Aber... Der geht gut runter. Ich glaube, ich muss mal gleich mal was Normales trinken, ey. Du hast nur noch 4 Weine vor dir. Ja, aber ich merke schon im Hals. Ja, solide 6. Ernsthaft? Ja. Den darfst du nachher saufen. Gerne. Was meinst du? Ich habe noch einen Schluck, brauchst du mir nicht nachschenken, keine Sorge. Hatte ich auch nicht vor. Gut. Du hast dich schon wieder so gegriffen, so nach dem Wort, komm, trink, trink, du Saftsack. Auf was ich wirklich gespannt bin, wir haben einen Wein, Bio-Qualität, für 2 Euro, nicht, lass mich nicht lügen, ich gucke sie jetzt einfach nochmal, 2,41 Euro. Unser letzter Wein. Was hältst du davon, wir kippen uns erstmal noch den Audi. Oh Gott. Mittig rein. Alter, diese Weine. Es ist gerade ganz schön zwischen reindringen, also ich merke schon, oh, mein Magen. Merk ja. Gerade die verschiedensten Weinsorten. Der mag das jetzt gerade auch nicht. Das ist... Muss man nicht erlebt haben. Nee. Gib mir doch mal diesen tollen französischen Wein. Da, viel Spaß. Ich kann null Französisch. Irgendwas in France. Audi, Ort oder... Keine Ahnung. Meine Freundin ist Französin, also von dem her... Müsstest du es eigentlich können, aber... Ja, ich hab's nicht so damit. Ist ein anderes Thema. Rotwein, trocken, Wein aus Frankreich. Das kann ich lesen. Ja, weil es deutsch ist. Affenkopf. Lass mich doch. Sehr trocken steht drauf. Produkt aus... Sehr trocken. Oh nein. Produkt aus Frankreich. Das ist wohl, was ich gerade Angst habe. Ich glaube, der hat einen Korken. Oh nein. Ich sag gerade noch, wir hatten bis jetzt noch keinen mit Korken. Ja, das ist Korken. Der Aufreißer fehlt. Ja, das... Ja. Flaschenöffner, genau. Ein Flaschenöffner für einen Korken. Korken. Dann gehe ich mal kurz. Zieher. Ein Korkenzieher holen. Korken würde ich das nicht nennen. Das ist Plastik. Ja, schön für die Meere. Yay, Fische freuen sich. Um sowas zum Spielen. 1,99 für 1 Liter beim Lidl. Gönnen wir uns. Boah, ich merke es echt. Der ist zu. Ja, hey, guck mal. Der ist vom TÜV. TÜV Süd oder was? Der TÜV Austria. Den haust du wieder rein, den Scheißdinger. Österreichischer TÜV. Ach Gott. Geil. Das gibt's auch einen TÜV. Muss man korken. Ernsthaft korken? Das wird mich nicht mal wundern. Ja, gut, okay. Ja, Zum Wohl? Boah. Oh nein, nicht zum Wohl. Scheiße, nach was? An was erinnert mich das? An irgendein Essen erinnert mich der Geruch.
krass. Was ist das? Oh, der Geschmack nicht. Ah, nein. Okay. Nein. Krass. Wow. Du überraschst mich jetzt. Oh, und ich habe noch so viel davon drin. Hallo Magen. Nee, der ist nicht gut. Mm. Nee. Das ist... Ich habe ein Stückchen der Folie in meinem Glas. Wie kriegst du Folie ins Glas? Wenn ein gewisser Herr zu dumm ist, eine scheiß Weinflasche aufzumachen. Entschuldigung. Dinge passieren. Überlass es lieber den Profis, ey. Entschuldigung, was krieg ich dafür, du alter Alkoholiker? Eben Weinflaschen besser aufmachen kannst als ich. Guck das! Unterm Glas. Dann sagst du mir, du hast es im Glas. Das sah so aus. Ja, gut, okay. Gib ihn weg jetzt. Ist klick klar, nein. 4. Ich gebe ihm eine 4. Er ist nicht zum Kotzen, man kann ihn trinken. Nach dem ganzen Wein, den ich getrunken habe. Hm. Unliebsame Nachbarn. Sonntags zum Essen. Ja. Dafür ist er okay. Dafür kann und er sieht ja auch noch gut aus. Also er sieht ja hochwertig aus. Das Problem ist, dafür kann man 90% dieser Weine nehmen. Nein. Er hat einen Korken. Das kommt viel besser. Nicht, wenn du einen Aufmarsch. Okay. Mach jetzt leer. Wir haben noch einen Chardonnay vor uns. Den zweiten. Man gebe mir den Chardonnay. Chardonnay Blanc. Alter, ich hab einen Sitzen gerade. Jetzt. Ja, wir müssen noch kommen. Feinfruchtiges Bouquet mit zartem Duft von Zitrusfrüchten. Ist es sinnvoll? Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ist es sinnvoll, mit heißem Fett zu hantieren? Ja. Also wir machen Fleisch und Käsefondue. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Ist es sinnvoll, etwas, wenn man schon gut was im Kopf hat, dann mit heißem Öl zu füllen? Ja. Okay. Absolut. Das machen wir dann mit Wasser ab, wenn es brennt. Wundervoll. Du weißt, dass wir die alle heute noch leer machen müssen? Fick dich ins Knie. Nee. Ja, im Ausguss. Und das muss ich jetzt piepen. Dankeschön. Feinfruchtiges Bouquet mit zartem Duft von Zitrusfrüchten. Gekühlt servieren. Hä? Seit wann muss man Wein gekühlt servieren? Keine Ahnung, kipp rein. Also ich habe immer gelernt, dass man Wein... Auf Zimmertemperatur. Und der ist auch recht kühl. Ja, ist so. Wobei, es gibt Weine. Echt? Ja, wir haben auch mal ein Kühlding bei uns. Aber die serviert man doch immer bei Zimmertemperatur. Nicht alle. So den ganz billigen zum Mischen nicht. Du siehst sehr begeistert aus. Oh fuck. Wie ihr durch meine Videos wisst, ich habe Meerschweinchen und Hasen. Oh, wenn die pissen, riecht das genau so. Dann mach ich die Gläser mal voll. Entschuldigung. Der riecht wie Meerschweinchenpisse. Dann sauf mal Meerschweinchenpisse. Boah! Ah, das wird schlimmer. Ah, sie ist positiv, nachdem haben wir noch zwei Weine. Danach können wir uns die Seele aus dem Leib kotzen. Kennt ihr Bierschiss? Ich glaube, Weinschiss ist nicht besser. Ich kann es bestätigen, nein, ist nicht. Dann Prosit auf einen schönen Abend, ne? Boah. Der schmeckt nach nix. Der schmeckt echt nach nix. Der riecht wie Meerschweinchenpisse. Oh, Nachgeschmack. Oh. Mh. Oh, den musst du auf Ex weghauen. Oh, künstliche Zitrone. Ja. Mh. Oh, nee. Zwar, nee. Der kriegen sogar die billigsten Eisteemarken die Zitrone besser hin als der Wein. Oh, nee, geht gar nicht. Geht gar nicht. Und ich hab noch was in meinem Glas. Na, viel Spaß! Wieso haben wir keine Schüssel, wo wir das Zeug reinleeren? Ich hab's mir auch gerade schon überlegt, so eine Schüssel, wo ich jetzt reinkotzen kann. Oh. Das geht gar nicht, der riecht nach Meerschweinchenpisse und schmeckt wie Kacke. Meerschweinchenkacke oder Hasenkacke? Also, bei welchem hatte ich gesagt? Minus 10? Bianca? Nee, der war nicht minus 10. Nee, Bianca war doch gut. Wir haben schon keinen Durchblick mehr. Ihr wisst, bei dem, wo ich gesagt habe, minus 10, ich nehme es zurück, minus 5, minus 10. Was wird denn der nächste? Minus 20? Ich hoffe nicht.
Und jetzt gibt es wieder roten. Jetzt haben wir die teuersten Weine überhaupt. Nein, Spaß. Zumindest im Discounter. Auch nicht. Bei den billigsten. Jetzt kommt Qualität. 2,41 Euro. Nein, Spaß. Ich schlag doch noch mehr drauf, dann ist das Ding auch noch im Arsch. Entschuldigung. 2,21 Euro. Dornfelder. Qualitätswein. Trocken. Oh nein. Gib ihn mir. Oh, ich hab nicht mal mein Glas mehr. Aus Hessen. Oh, das kann ja nichts werden. Deutscher Qualitätswein. Trocken. Oh. Merkst du da echt nicht drauf? Gott. Oh. Wir brauchen echt diese Schüssel zum Wegkippen. Weißt du, was da drauf steht? Ich will es nicht wissen. Lidl UK GmbH. And Lidl Great Britain Limited. Oh nein. Ich habe den aber vorhin im Aldi gesehen. Ja. Ist jetzt Dornfelder einfach der Produzent für alles? Dornfelder ist das nicht eine Sorte von Wein? Ich habe keine Ahnung. Wir haben uns sehr, sehr gut mit dem Thema auseinandergesetzt, Weine, wie man merkt. Naja, gut, wir saufen einfach zu viel. Nein. Okay, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, Dornfelder wäre eine Sorte. Ihr habt keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, was ja Dornfelder wirklich ist. Als Marke steht Lidl drauf. Dublin? Steuerspartricks und so, kennst du. Brexit, gib ihm hart. Lidl Ireland GmbH, Main Road. Vergiss es einfach. Was, wie viel Lidls GmbH gibt's denn? Na, anscheinend viel. Warte mal, Lidl UK GmbH and Lidl Great Britain Limited. Und Ireland. Lidl Ireland GmbH. Okay. Warum Lidl GmbH? Anscheinend haben die Inselaffen auch Lidl. Warum Lidl GmbH? Das ist doch alles schwarz. Alles Schwarzgruppe. Muss man nicht verstehen. Der klingt schon mal gut beim Aufmachen. So klingt jeder Scheißwein. Nee, der klingt besser. Der ist auch bis hierhin voll. Ja, stopp. Da ist richtig was drin. 12,5%. Du hast echt einen Sitz. Ich hab recht. Oha. Wir sollten auch nicht so einen Scheißwein wie ein Wodka auf Ex trinken. Echt? Ja. Ich dachte mal, kipp den weg und gut ist. Ja, das ist, glaube ich, unser Fehler. Wir genießen zu sehr. Scheiße. Ja, wir genießen. Oh Gott. An meinem Zukunfts-Ich, das war eine dumme Idee. Ja, absolut. Fuck. An was erinnert dich das? Kennst du diese Karamell-Mumu-Dinger? Oh, Mumus? Ja. Ja! Genau das erinnert mich das. Echt? Nee, gar nicht. Ich krieg Holz. Was fresse ich dann für... Das hört sich... Nein, das sage ich jetzt nicht. Lieber nicht. YouTube-Werbefreundlichkeit. Das sind wir sowieso nicht. Du doch. Darfst, du darfst die Hälfte von dem Scheiß, den ich sag, zensieren. Nein! Komm, schlag doch noch mehr drauf. Jetzt haben deine Nachbarn auch was davon zu holen. Das ist ein Holzcase mit Blue Wheels drunter. Oh, gib ihm hart, aber gib ihm. Der ist geil. Oh nein. Mir fällt gerade auf, ich hätte ihn hier stehen lassen müssen. Der ist geil. Was? 9 von 10. Was? 9 von 10, da gebe ich mir 4. Was ist los mit dir? Der schmeckt nach Holz. Ja, ich habe gerade daneben geschüttet. Oh. Junge, 9 von 10, ich sag's dir. Das ist Holz. Der ist geil. Du trinkst gammeliges Holz. Nein! Du willst einfach nur saufen. Es könnte einmal damit zu tun haben, dass ich gerade tierisch einsitzen habe. Oder, dass dieser Wein gut ist. 9 von 10, kauf ich nochmal. 5, maximal. Dornfelder. Weißt du, was wir jetzt machen? Die besten stellen wir hin. Ja, das waren die besten. Ich wollte gerade sagen, mehr sind es nicht bis jetzt. Und jetzt kommen wir zu unserem besten Wein. Der Bio. 2,41 Euro. Bio-Wein. Fick ist Tinto. Kann ich nicht lesen, viel Spaß. Dankeschön. Kannst du auch nicht lesen, ne? Ja.
Zwei Idioten, ein Wein, ey. Meine Fresse. Der kommt definitiv aus Spanien und alles, was da drauf steht, auf Spanisch drauf. Ich kann kein Wort lesen, aber zwischen 12 und 14 Grad Serviertemperatur. Dann ist Tinto also in Spanien. Schau, wie du hast dazugelernt. Da. Und er ist vegan. Ich glaube, jeder Wein ist irgendwie vegan, oder? Also, du schlachtest irgendwelche scheiß Kälber dafür. Nein, warte mal. Die sind teilweise geklärt. Ja, mit Fischblut und was, der Geier was. Und. Alter, ich hab Tierschein sitzen. Schenk den mischt ein und gut ist. Alter. Und jetzt sagst du, der hört sich gut an beim Öffnen, dann hau ich dich. Der hört sich übrigens gut an beim Öffnen. Der riecht. Hast du schon mal eine Europalette gerochen? Ich habe heute mit Europaletten gearbeitet. Also riecht dran. Riecht mit Europalette. Ich weiß nicht, was du für Europaletten hast. Vielleicht hätte ich die mit Wein versetzt worden. Keine Ahnung, die riecht mit Europalette. Europalette in Wein eingelegt oder was? Ja. Opa macht doch voll, Alter. Oh. Entschuldigung. Ich muss es auch noch trinken. Vor allem das Bio-Siegel ist ja noch geil. Ernsthaft? Spanische Landwirtschaft. Bei dir gibt es einen Schluck, bei mir das halbe Glas. Ja. Du bist so ein... Dankeschön. Ich stelle dir mal sicherheitshalber zu den besten Wein, weil Bio ist ja wohl das Beste, ja? 2,41 Euro für diesen Top-Bio-Wein. Ich habe schon 10 Euro für einen Scheiß gezahlt und das war trotzdem kacke. Top-Bio-Wein, sage ich nur. Bio steht für Qualität. Aus dem Discounter für 2,41 Euro. Wenn du noch anfängst mit irgendwelchen scheiß Billig-Steaks zu sagen, Bio steht für Qualität, weil der Bio drauf geschrieben hat. Du weißt doch selber, Bio im Discounter kann nicht gut sein. Aber hey, gib ihm. Oh, im Glas riecht es noch schlimmer. Das riecht wie eine Europalette. Nein, das riecht schlimmer. Das riecht wie eine Hombach, Holzabteilung. Warum trinken wir dann Holz? Vielleicht ist es ja in einem super Holzfach vom Hornbach gelagert. Hat Hornbach Holzfässer? Nein. Dann ist es vielleicht nicht vom Hornbach. Aber es riecht über Hornbach in Holzabteilung. Also ich weiß nicht, was für Holzfässer du gelagert wirst, aber in keinem Boden. Kein Boden. Oh. Der ist geil. Was? Ja. Alter, ich trink lieber rum. Du bist auch ein alter Alkoholiker. Boah. Das ist unsere Auswahl. Der gute Dornfelder. Deine Auswahl. Der 2019er Rotwein. Und der Biowein aus Spanien. Ich gebe ihm einen 9. Der ist 9. Habe ich schon so einen sitzen, dass der mir nicht schmeckt oder was? Wahrscheinlich. Der ist geil. Der schmeckt wie ein Rotwein schmecken muss. Der hat was Holziges, der hat was Fruchtiges. Der schmeckt einfach gut. Da fand ich diesen... Nein. Der war besser. Ich fand den der besser. Der war der Beste, ganz klar. Ich weiß nicht mehr, was ich für eine Punktzahl gegeben habe. Also wenn der von dir 9 von 10 ist der bei mir 10 von 10. Findest du? Ja. Okay. Ich finde den 9, besser. 9, 9. Egal, was ich in dem vorher gegeben habe, 9, 9, 9. Ich finde den es ist keine 10, es fehlt da noch ein bisschen was. Aber das sind wirklich die besten der billigen Weine. 2,49 Euro, 2,21 Euro, 1 irgendwas. Und 1,49 Euro. Alter, nicht mal 1,50 für einen Liter Wein. Lidl und Aldi. Geht zu Aldi, wenn ihr Wein wollt. Tatsächlich, Aldi hat die bessere Weinauswahl. Oh, wow, ich muss jetzt 3 Tage zu Lidl, um diese ganzen Weine zu kriegen, weil die Jungs hatten einfach nichts mehr auf Lager. Scheiß drauf. Egal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, um nochmal so eine Scheiße zu sehen. Wenn ihr Bock habt auf eine billige Wodka-Review, der Junge versteht absolut keinen Spaß mit nein, Wodka. Nein. Wenn ihr eine Wodka-Review sehen sollt, schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da. Er muss definitiv dabei sein. Fick dich. Bis zum nächsten Mal. Nein. Ciao. Mach ich nicht mit. Sag ciao. Wodka mach ich nicht mit. Vergiss es. Deine billig Rum-Review. Der billigste Rum, den wir beim Discounter finden. Wollen wir anfangen? Der kostet schon zu viel. Ich wette mit dir, ich finde einen Rum für unter 3 Euro.
Den sauf ich nicht. Den säufst du. Billig rum, Ryu. Selbst ich habe Ansprüche. Billig rum, Ryu. Nein. Er schlägt ein, ihr seht es. Auf der Kamera. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.